Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mal wieder mit dem American Truck Simulator Video. Und ja, was fahren wir heute? Und zwar den Freightliner Cascadia 2022. Mit am Start ist Pandachen. Grüß dich. Hallo zusammen. Aber wir fahren nicht den ganz normalen. Wir fahren den Cascadia mit Mirocams. Und so denke ich mal, wird der LKW irgendwann mal auch zu uns kommen. Ein kleiner Fun Fact, schreibt mal bitte in den Kommentaren, habt ihr momentan mit dem ATS oder dem ETS2 leichte Ruckler-Probleme? Ich merke es jetzt mittlerweile auch, ich habe das jetzt die Tage nur mal so gehört, aber jetzt fängt das bei mir auch an. Hoffentlich SCS, bitte, 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 kriegt das hin. Ja, aber schreibt es mal rein, was haltet ihr davon, wenn wir diesen Freightliner mit ja, Mirocams fahren? Kannst losfahren. Sieht eigentlich richtig nice aus. Also so fühle ich den LKW. Und ich denke auch irgendwann, dass wir den LKW bekommen von Mercedes. Auch mit Mirrorcams und den digitalen ja, Ableseinstrument hier. Ne? Das denke ich, wird dann schon irgendwann passieren. Wir fahren heute Traumfänger, weil wir Träumer sind. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt die erste richtige Fahrt für mich mit diesem LKW. Und ich finde das eigentlich so in der Kombination optimal. Mit Mirocams, mit diesem digitalen ja, Tacho und was man da alles hat, finde ich das richtig nice. Wirklich wunder, wunderschön. Ich habe ja schon auch die Tage immer gesagt, also ein Freightliner, das ist schon so ein LKW, der interessiert mich schon. Und der ein oder andere sagt natürlich auch immer wieder, das ist doch gar nicht unser LKW oder was weiß ich, so eine kleine Updates, ha, was bringt's denn? Das habe ich bestimmt schon das ein oder andere Mal in einem Video schon mal erklärt. Das sind einfach so, wie man das bei der Bearbeitung von Deutschland hat, immer mal wieder Verbesserung. Zu den MAN habe ich bestimmt schon mal was gesagt. Aber wie gesagt, ich finde das echt nice, dass SCS da jetzt so Schritt hält und die Trucks ja auf den aktuellen Stand bringt. Auch beim ATS. Und gibt uns auf jeden Fall eine Aussicht, wo die Reise eventuell hingehen kann. Und es sieht ja schön aus. Also ich fühle mich wohl in den LKW. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt mein ATS-Lieblings-LKW. Achtung, was machen die denn da? Oh, Oh, Unfall, Unfall, Unfall. Was ist denn da los? Der Mustang-Fahrer hat aber ordentlich den Bock geschossen, ey. ja, das Toupet weggeflogen oder was? Oh, man weiß es nicht. Was hupst du? Ja, dass dir hier mal Obacht geben soll, hier der Mustang-Fahrer. Immer diese Mustang-Fahrer, ey. Ja. So, na gut, ich mache erstmal, ich muss ja mal gucken, wo hier der Tempomat jetzt ist. Ich habe hier, ach, da oben. Ach, es ist ein Pfeil angezeigt. Muss man mal gucken, Bordcomputer. Ja, was ich immer noch etwas schade finde, unten links haben wir zwar jetzt eine digitale Tankanzeige, aber immer noch nicht eine in Kilometer ja, Die Rest. Restreichweiten Anzeige, genau. Also mal gucken, wo finde ich jetzt? Ich kann das natürlich auch ganz clean halten, das Ding. Aber wie schnell fahre ich jetzt? Was habe ich jetzt eingegeben? Wie Sprit ich verbrauche? Ich habe hier zwischen 55 und 60. Ich glaube 60. Doch, ach, hier unten 60 ist eingestellt. Aber was ich. Ups, falscher Knopf. Ich habe jetzt 60 Meilen eingestellt. Aber. Ja, ich muss ja hinterherkommen, ne? Ja, nee, ich wollte ja erstmal gucken. Ich bin so runter auf 55. Ja, ich mache mal 50 Meilen. Dann kannst du wieder überholen, ja. Schön gemütlich. Aber wo ich das jetzt hier sehe, noch als extra Gimmick. 6600 Meilen bin ich mit diesem LKW gefahren. Diesen LKW hattet ihr die letzten Tage auch beim Livestream mal gesehen. Und jetzt bin ich schon 6602 Meilen gefahren. Gibt bestimmt irgendwo einen Knopf, wo ich das ups, resetten kann. Aber wir lassen es einfach mal so hier eingeschaltet. Und man muss wirklich sagen, es ist schon ein schöner LKW. Gefällt mir. Ich habe ja direkt einen ganz neuen LKW gekauft.
Nö, ich habe meinen überarbeitet und dann gleich Attacke über Amerika. Ist aber überhaupt nicht wirtschaftlich. So. Aber man immer die alten Dinge abstoßt und die neuen dann dazu kauft. Machst du es bei deiner Partnerin auch? Oh, Das ist nur auf Material bezogen. warte mal. Ich muss wiegen fahren. Was du machst, keine Ahnung. Ich fahre auf jeden Fall wiegen. Ey, so fährt man aber ohne, mein Freund Blase. Ich muss aufwiegen. Ja, was uns auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, dass die Motorengeräusche jetzt deutlich leiser sind, jetzt also im Innenraum. Und die Geräusche von außen jetzt doch ein bisschen. Das war ja manchmal so, dass außen 38 Tonnen habe ich. Dass ich außen ja leiser war wie vom Innenraum. Also die Abstimmung haben sie jetzt nach und nach dann hinbekommen. Bedeutet natürlich für die LKW-Mörder, dass die da wahrscheinlich bei alten LKWs wieder ein bisschen nachjustieren müssten. So, mal gucken, ob ich hier überhaupt rauskomme. Kleiner Fun Fact am Rande, der Freightliner Cascada gehört von Jahr zu Jahr zu dem mit Abstand meistverkauften LKW in den USA. Ey, wir müssen hier ab. Ach so, du bist Ja, ja. Ja, klar. stimmt. Ja. Ich dachte, du bist der andere LKW. Der ist ja auch ein wunderschönes, modernes LKW. Also, der ist wirklich, wo ich den hier im Spiel hatte, ich war ja erst immer so auf Mac. Und wo der dann kam, war bei mir schon so, irgendwie gefällt mir der LKW mehr. Und ich glaube auch, die Technik, die hier im großen Teil noch darunter steckt, ist ja auch oft von Mercedes. Also es gehört ja zu Mercedes. Und deswegen, man sieht ja hier, dass die auch so eine Art Tablet verbaut haben. Warum das Rad neu erfinden, dann weiß man es einfach aus dem 2019er Aktros raus, ne? Und schmeißt es halt hier rein und macht eine andere Oberflächen, ja, Aufmachung. Und ja, also ganz ehrlich, das ist die Zeit jetzt. Und ich finde Mirocams geil. Also, ich war auch erst ein bisschen skeptisch, aber der Zukunft zugewandt, muss ich ja mal wieder sagen. Und da habe ich ja auch einiges an, naja, Kritik will ich jetzt nicht sagen, aber Verwunderung schon seitens der Community hören müssen. Ja, müssen, genau. Aber mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen gelegt und ja, Leute sind den Mirocams nicht mehr ganz so abgeneigt. Und in 5 Jahren, ja, redet wahrscheinlich gar keiner mehr. Das ist genauso wie, wo ich damals gesagt habe, ich fahre gerne Automatik. Das hättest du gar nicht sagen dürfen. Jetzt ist es so, dass sich das alles schon gewandelt hat. Klar, es ist mal schön, mit einem Auto zu schalten, wenn man mal irgendwo ein bisschen sportlich fahren möchte. Aber das ganze Male von A nach B fahren, ist doch Automatik viel erholsamer. Das ist genauso. Wer kennt denn noch den C64? Ja, wo du jede einzelne Sache nicht mit einer Maus, sowas gab es da gar nicht, mit einer Tastenkombination, Load, Komma 1, Komma 8 oder so, oder Komma 8, Komma 1, List ran, an alles so ein Blödsinn, musstest du alles eingeben, um irgendwas zu machen. Wer macht denn das? Heute klickst du mit der Maus, klack, 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 Attacke Hü Amerika. Ja, oder CDs ins Laufwerk reinmachen, wenn mein Rechner hat nicht mal ein Laufwerk. Ich weiß gar nicht, wo du. Was? Was? Hast du kein Laufwerk mehr? Ich habe mir ein externes mal zum Ranstecken. Das habe ich einmal benutzt. Nee, zweimal, stimmt. Weil das dann gleich so ein Kartenlesegerät noch dran hat. Was willst du denn mit einem Laufwerk? War das letzte Mal ganz froh, als ich mein Programm installiert habe. Nächstes Programm. Na, hier weißt du schon, für Thumbnails und so. Ach so. Ja, gut. Aber es hättest du auch wahrscheinlich mit dem Key runterladen können. Ist Sagen das wir mal ja. so, ich wollte es einfach mal auf die alte Art und Weise machen. Ja. Warte, ich nehme auch gerade so einen kleinen Ruckler. Ja.
Aber mal gucken, vielleicht, wenn ihr das hier seht, wir nehmen das gerade hier am 7., am Dienstag auf, am langen Arbeitsdienstag von Maximus. Und es kann durchaus sein, dass wir dann gar nicht mehr in der Beta sind, aber ich hoffe, wenn wir denn, ich hoffe, wie gesagt, dass wir bald aus der Beta raus sind, dass wir ein schönes Event bekommen zu Weihnachten. Es ist einfach so richtig schön entspannt. Also hier mit zwei oder drei Leuten, jetzt sind wir gerade zu zweit, ist es eigentlich richtig entspannt. Hast du denn schon alle Geschenke gekauft? Nö. Muss mir langsam Gedanken machen. Aber glaube am 24. gibt es die besten Angebote, oder? Oh, jetzt gab's aber Ruckler, ey. Yeah. Du auch? Nee, ich hatte, bevor wir auf die Autobahn aufgefahren sind, hatte ich noch ein paar. Ja, das ist doch eichelartig. Gut, wir können es jetzt noch sagen, das ist hier durch den Multiplayer, aber das ist im Singleplayer genauso. Ja, also weiß ich jetzt, also du hast gesagt, in meinem Video, wo ich mit den MAN gefahren bin, hatte ich da auch kleine Mikroruckler. Manchmal ist es bei mir beim Laden, also wenn ihr abspeichert. Ja, und da gibt es natürlich so wie so einen Trick, da kann man ein bisschen was umändern, aber da habe ich jetzt noch gar nichts gemacht. Ich glaube, von 0 auf 1 setzen oder 1 auf 0, irgendwas muss man da machen. Ich habe auf 0, weil ich habe es auch auf 0 und ich habe gar keine Ruckler, wenn es speichert. Ich habe die so zwischen nur erscheint. Ja. Aber das ist komisch. Wie? Muss ich nicht? Ja. Ich auch nicht. So, wir haben jetzt noch. Das ist ja richtig gut von der Fahrerei. Müssen wir nochmal richtig einparken. Es hilft nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen hier. Ach, das ist landschaftlich wirklich eine Augenweide, auch wenn wir hier gerade so ein bisschen durch die Wüste fahren. Oder so ein Steppengelände. Aber trotzdem macht es schon was her. Da und freut man sich doch schon auf Montana. Ja. Leck oder was? Ja, Black and White. Nee, für mich ist es auch, und darüber werden wir wahrscheinlich auch nochmal reden. Das können wir, siehst du, das können wir einen Anschluss. Vielleicht reden wir heute noch darüber, was ist mit ETS oder ATS los. Vielleicht kommt da noch ein Video. Wartet einfach ab. Gucken wir mal. So, aber jetzt fahren wir erstmal die letzten Kilometer. Wir haben ja Meilen. Und dann sind wir endlich am Ziel unserer Träume. Wir sind da. Ach, guck mal, hier nächste Ausfahrt ist ein Starbucks. Ach so, können wir ein Käffchen holen. Mhm. Ja, wenn alles gut läuft, sehen wir uns dann morgen wieder live. Familienwochenende, ne? Lack. Und das ist dann, sollte dann Sonntag sein. Dann fahren wir nämlich schön wieder eine Runde Eurotruck Simulator. Und ich denke auch mit der neuen MAN. Wir müssen aber mal schauen. Dazu aber später, vielleicht heute am Tage nochmal. Video. Lasst euch überraschen. Ich habe da, mir ist gerade was eingefallen. Ich bin ja eher so ein spontaner Mensch. Ah ja. Ja. Die Blinker, die blinken ja komisch. Da hätten sie auch mal ein paar neue reinbauen können. War schon wieder am Rummeckern. Aber in der Verbindung mit den Auflieger hier sieht das eigentlich ganz gut aus, ne? Das Cascadia. Ja, kann man machen, ja. Ey, ganz ehrlich, da kommt definitiv nächstes Jahr irgendwas von Mercedes. Also ich kann's. Also, Freiländer ist gleich Mercedes. Und wenn die jetzt so viele Sachen jetzt nebenbei raushauen. Guck mal, die haben ja hier schon die Grunddaten, wie das hier alles auszusehen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie hundertprozentig der Mercedes jetzt aussieht. Aber. Vielleicht können ja die Leute, die zum Beispiel die 5er-Crew, die können doch das Cockpit in den Mercedes reinhauen. Eigentlich. Also ich glaube, da tut sich nicht mehr viel unterscheiden.
So von der Anordnung her ist es ja eigentlich genau wie Mercedes. Ja. Ja, aber das ist doch viel klarer und dies und das. Da brauchen sie. Ja, sicher. Brauchen sie doch nur das Ding hier neben in den 2019er Mercedes reinhauen und das ist ja gut. Feierabend. Ja. Also. Vielleicht sind, ganz ehrlich, wenn die das sehen, dann werden die wahrscheinlich selber drauf kommen. Da brauchen die kein Maximus hier. Den Klugscheißer. Vielleicht hat ja einer von der 5er Chroma zugeguckt. Sagt ja, machen wir. Ich würde mich aber freuen, wenn der Mercedes mit einer Datei aus dem Workshop kommt. Gucken wir mal. Freiliner? Wird im Detroit gebaut oder was? Weil hinten das kann sein. Wenn ich das hinten gerade auf den Schild zu sehe. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Marke die meisten Trucks verkauft in Amerika. Damit war ja, das, tatsächlich doch. Also mit weitem Abstand tatsächlich auch. Es ist quasi wie Mercedes hier in Europa. Ja. Man muss mal gucken. Daimler-Aktien, gibt es die überhaupt schon zu kaufen? Daimler-Trucks-Aktien? Muss man mal schauen. Wir mal ein paar Daimler-Aktien kaufen. Oh, die werden schon ordentlich teuer sein, denke ich mal. Ja, ja. Kann ja mal einer in die Kommentare reinschreiben. Ich habe mir den Tag und mein Weihnachtsgeld, in Anführungsstrichen, haben wir ein paar Aktien geholt. Naja, wäre alles wieder Minus gewesen. Dachte ich, na toll. Irgendwo aus Niederlanden, hier in Niederlanden, sag ich schon, Norwegen und so eine Wasserstoff- und erneuerbare Antriebssachen waren das so eine Firma. Dachte ich, naja, mach's da einfach mal. Habe ich wieder alles richtig gemacht. So, wir werden jetzt den Held einparken. Und warum? Weil wir es können. Und dann schauen wir mal. Ach Gottchen, das ist ja hier. Kann man da hinten wenden? Da hinten? Ja. Gut, dann fahre ich mal hier mal durch. Weil meine Parkplatz ist hier an der Seite. Siehste? Ohne Spiegel. Geht es doch viel, viel besser. Man merkt auch hier, ne, wenn sie hier weil die Details hier so hinpacken, es wirkt schon sehr, sehr schick hier. Schauen wir mal. Ey, das ist doch viel besser zu gucken mit Mirrorcams, ey, ihr wisst es auch nicht. Ja, verstehe die Leute nicht, die das so richtig schön scheiße finden. So. Natürlich ein ganz anderes Fahren jetzt mit so einem Truck hier rückwärts, das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ja, ich hätte doch mit Mirrorcams rückwärts fahren können, ne? Kann ich aber nicht. Scheiß Mirrorcams. Mal, ich muss mal hier die Ots hier ausschalten. Mal. Sieht gut aus. Ah, Junge, Olga. Oh, hab den Motor ausgemacht. Wollte ich ja noch nicht. Wenn wir Scheibe hochmachen. Zack, Motor aus. Jetzt machen wir Abgabe. Ja, Freunde der untergehenden Sonne. Was haltet ihr vom neuen LKW? Gefällt er euch? Dann schreibt es mal rein in die Kommentare. Und wenn ihr oder wenn wir merken, dass also ab und zu mal so ein RTS-Video trotz alledem gut ankommt, dann pass mal auf. Können wir gerne das tun. Ja. Wo stehst denn? Du sehe ich gar nicht mehr. Nee. Ich stehe beim Einparken. Aber egal. Du hörst mich auch nicht mehr.
Wir beide machen Fisch und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und guckt mal, heute kommt vielleicht noch ein interessantes Video. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.